in Garrett gegangen war, führte Lilly zu einer kleinen Brücke über einen der brackigen Seitenausläufer des Moorsees. Hier waren zwei vertrauenserweckende Männer mit weißen Kitteln zu Werke, die Lilly zunächst nicht so recht einzuordnen wusste. Auf der anderen Uferseite erkannte Lilly außerdem Garrett in einem Gebüsch. Offenbar wollte er von den beiden Männern nicht gesehen werden. Und obschon die beiden nächtlichen Herumtreiber einen sympathischen Eindruck auf Lilly machten, entschied sie, es dem Jugendermittler gleichzutun. Und? Hast du schon was gefunden? Musst du das andauernd fragen? Ich melde mich schon, wenn ich was entdecke. Hast ja recht. Wahrscheinlich hat mich Dr. Marcel langsam mit seinem Wahnsinn angesteckt. Seit wir diesen Stoffhasen am See gefunden haben, ist er wie besessen. Wir sollten uns um Patienten kümmern, nicht im Moor rumstochern. Und dann dieser absurde Plan mit der Hypnosepuppe. Hör bloß auf. Und such lieber weiter. Hast du mittlerweile eigentlich was gefunden? Tja. Lilly hatte genug gehört. Die Männer in Weiß waren anscheinend Handlanger von Dr. Marcel. Offenbar war Ednas Sorge berechtigt gewesen. Dr. Marcel schien wirklich nach ihr zu suchen. Nun galt es mehr denn je, Ednas Versteck zu finden. An der Futterkrippe hing ein Schild. Säbelzahnwildschweine nicht füttern. Säbelzahnwildschweine sind äußerst gefährlich. Im Falle einer Begegnung keinesfalls wie ein braves Klosterschulmädchen aussehen. Säbelzahnwildschweine sind nachtaktiv, werden bis zu 2 Meter groß und lauern gerne in allen Schatten. Sie sind häufig in der Nähe von Revierkraut anzutreffen, da sie an den Blättern der Pflanze ihr Revier markieren. Also meiden sie nach Anbruch der Nacht Gebiete, in denen dieses Kraut wächst. Der Förster. Lilly hätte die Warnung ja gerne beherzigt, aber sie hatte keine Ahnung, woran sie Revierkraut erkennen sollte. Eben. Hätte ich auch nicht. So, zu Mosi darf ich ja offenbar noch nicht, oder? Doch? Nur nicht mit Karte? Ist das ein Witz? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Okay, ich hab's ja kapiert. Okay, ich muss irgendetwas... Moment, ich hab da eine Idee. Wie ich das Medium... Hallo, ich hab Valium für dich. Was? Warte mal. Bin ich doch nur Ohren... Valium geht nicht. Moment, ich guck mal nochmal das Cocktailalbum an. Betäubungsgift. Das könnte ich mittlerweile wohl brauen lassen. Okay. Hier, um bitte. Den Automaten zu benutzen und eine niedrige... Okay, ich muss die Sammeldose irgendwie öffnen, vielleicht. Lilly konnte die Lösung für ihre Probleme nicht einfach aus der Luft zaubern. Die Oberin hatte Lilly verboten, ihre Sachen bunt anzumalen. Seitdem malte sie nur noch schwarz. Das wurde zum Glück toleriert. Lilly wusste, dass das Essen und wenn es... Ja, das wissen wir auch alles schon. Essen, Spielen und so. Hey, jemand hat mein Geld in die Dose geschmissen. Was soll das werden? Ein Bestechungsversuch? Du weißt schon, dass das eine Straftat ist, oder? Oh, jetzt guck mal nicht so traurig. Es war ja nicht böse gemeint. Ich nehme ja alles zurück. Straftaten sind ja nicht weiter schlimm. Hauptsache, du lächelst wieder. Ha 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 ha
Lilly hatte noch nie zu... Was keine... Vielleicht, wenn ich die Dings da reinstecke... Lilly hatte keine Eltern, die ihr Fahrradfahren beibringen konnten. Sie musste es wohl alleine herausfinden. Wahrscheinlich war sie schon ganz nah dran. Das musste das Das Polizeiauto, ja. Bestimmt. Irgendwas muss ich darüber sehen. Eine neonpinke Leuchtreklame. Neonpink fehlt mir doch für den einen Ring. Hey, hier. Wenn du etwas bestellen willst. Kommt sofort! Das ist übrigens ein alkoholfreier Cocktail. Aber keine Sorge. Es sind genügend andere illegale Substanzen drin. Nierendrink. Moment, vielleicht kriege ich damit irgendwie... Lilly hatte gehört, wie sollte das dann ein alkoholfreier Cocktail schaffen? Ich versuch's mal dem Medium zu geben. Kann ja nicht schaden. Was? Warte mal. Wenn ich doch nur Ohrenstöpsel hätte. Du kannst dich vielleicht die Sabeldose öffnen. Was? Warte mal. Moment, was, wenn ich die Sabeldose ins Feuer schmeiße? Oh. Ja, natürlich. Hallo Lilly, du willst doch nicht. Ach, das hat die... Du sollst... Das muss ich natürlich erst da wieder umstellen, was ich machen darf. Natürlich. So, Sammeldose ins Feuer. Die müsste verbrennen und Geld verbrennen. Nur weil Lilly wieder mit dem Feuer spielen durfte, hieß das noch lange nicht, dass sie gleich all ihre Sachen in Brand stecken musste. Sie sparte sich diese Option lieber für die passende Gelegenheit auf. Na, hätte ich jetzt aber mal gedacht, dass das eine passende Gelegenheit ist. Lilly lauschte, ob sie auch Stimmen im Feuer hörte. Du weißt, was du zu tun hast, Lilly. Alles muss brennen. Alles. Aber da waren keine. Zumindest keine, die sie noch nicht kannte. Nur weil Lilly wieder... Lilly wusste, dass sie nicht das... Und wenn es... Lilly... So aufregend war das nun... Neondrink, damit die Leber im Dunkeln leuchtet! Aha. Oh. Da geht's noch irgendwo hin. Hm? Okay, das war wohl nur ein kleines Easter Egg. Na gut. Auch gut. Damit etwas im Dunkeln leuchtet. Was könnte ich denn wollen, dass es im Dunkeln leuchtet? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann nichts trinken. Ich bin im Dienst und du solltest auch nichts trinken. Erstens bist du viel zu jung. Zweitens würde ich dich nur ungern in die Ausnüchterungszelle sperren müssen. Ich habe auch so schon viel zu viel Papierkram. Was? Ich muss noch meine Steuer machen? Was soll... Moment. Vielleicht muss ich gar nichts trinken. Lilly vermutete, dass man den Neondrink
Damit die Leber im Dunkeln leuchtet. Ist die Frage, was hab ich davon? Lilly hatte gehört, wieso? Um den Automat und... Was ist? Stimmt irgendetwas mit der... Der schmeckt doch bestens. Und dieses Schimmern auf der Netzhaut, das gehört so. Kannst du den vielleicht... Du kannst Neon Dra- Schimmern auf der Netzhaut. Aber sie war sich ziemlich sicher, dass sie normalerweise keine Nacht... Was? Lilly hatte noch nie einen... Aber sie war... Okay... Was könnte ich wollen, dass es im Dunkeln leuchtet? Ich weiß es, ehrlich gesagt. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Wenn sich Lilly einer Sache ganz sicher war, dann, dass sie niemals eines ihrer Probleme lösen konnte, indem sie eine Pizza richtig... Moment. Ich hätte eine Idee. Ich hab doch hier... Aber Lilly, hast du das Schild etwa nicht gelesen? Du darfst die Wildschweine nicht füttern. Du sollst Erwachsenen... Aber das weißt du... Lilly wollte die Pfleger lieb... Aber hast du da... Du da... Du sollst... Aber das... Ich muss... Das Verbot, das muss ich auch irgendwie aufheben vorher. Okay. Verdammt. Wie? Oh, schau doch nicht so traurig. Moment, hier im Wegweiser war nichts weiter, oder? Nein. Zum Moorsee konnte ich noch. Aber da kann ich praktisch nichts weiter machen. Feuerspiel darf ich gerade. Lilly lauschte, ob sie... Du war... Aber da war... Nur weil Lilly... Sie spa... Nur weil Lilly... Sie sp... Nur weil... Sie sp... Nur weil... Sie sp... Nur weil sie sp... Nur weil sie sp... Was? Warte mal. Das Mädchen. Wenn ich es ihnen doch... Ihr Grab ist gepflegt und die Blumen sind alle ge... Wenn ich doch nur Ohren... Ich kann mit der nicht im geringsten reden. Lilly hatte... Wieso? Lilly, wieso? Lilly konnte... Lilly wusste, dass er... Und wenn es... So auf... Neon... Lilly hat... Wie soll... Einfach mal alles ob mit Eier. Das hier wohl die... Lilly konnte es nirgendwo... So aufregen... Lilly wusste, dass das er... Und wenn es zu... Lilly konnte die... Lilly wusste, dass das es... Und wenn es zu... Sicher hätten sich diese... Sie sparte sich diese Option... Warte, was kam da?
Sicher hätten sich die Seenotopfer auch darüber gefreut. Leider passte es nicht in den Schlitz. Das Wollknäuel war... Ob das hier Lilly konnte... So aufregt... Lilly wusste das Essen und wenn es... Lilly konnte die Lö... Lilly wusste das... Und wenn es... Lilly konnte die... Lilly wusste das Essen und wenn es... Ob das... Lilly konnte... Lilly wusste das Essen und wenn es... So auf... Ob das... Lilly konnte... Lilly wusste das... Und wenn es... Ob das... Lilly konnte... Die... Dies war eine der zu... Ja, Betäubungsdingens, ja, ich weiß. Dafür fehlt mir aber doch das Kleingeld, an das ich nicht reinkomme, weil ich die Sammeldose nicht aufnehme. Nachdem ihr Vater auf See verschollen war, hatte Lilly auch so eine Büchse bekommen. Der Verband zur Unterstützung von Seenotopfern hatte sich ja lange dafür sammeln müssen. Ach. Lilly hatte noch nie was kein... Hey, bist du der Schote? Was soll das werden? Ein Bestechung. Du weißt schon. Oh, es war nicht eine Straftat. Hauptsache. Ist das etwa? Das ist Polizeieigentum. Oh, jetzt so dringend brauche ich es auch wieder nicht. Du darfst es gerne behalten. Oha. Wahrscheinlich das Valium auch. Ist das etwa? Hey, das kannst du doch. Das ist Polizei. Oh, so dringend. Du darfst es gerne behalten. Was für ein Polizist. Ich meine, bei den Weingummis kann ich es ja verstehen, aber. Lilly hätte den Löwen, aber er war nicht zu Hause. Das muss... Ich habe echt keinen Plan, was ich machen soll. Echt nicht, im geringsten. Ich muss einfach mit... Ja, das Problem ist, ich kann mich gerade nicht hypnotisieren und, ja.